Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zum Experteninterview mit Frau Magistra Claudia Wurzer. Unser Interview wird heute veranstaltet von der Wirtschaftskammer Österreich und unser Thema ist heute Mein unternehmerisches Ich, überzeugen Sie mit Persönlichkeit. Mein Name ist Claudia Haas und ich habe heute die Moderationsaufgabe. Wir haben heute den dritten Themenblock von insgesamt 4 Themen, die über das Jahr hinweg angeboten werden. Bevor wir starten, noch eine kurze Information zum Ablauf. Wir haben jetzt ca. 30 Minuten Interviewzeit, Gesprächszeit und danach wird Frau Wurzer Ihre individuellen Fragen zum Thema beantworten. Ebenfalls ca. 30 Minuten. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich lade Sie deshalb recht herzlich ein, jederzeit über die Chat-Funktion auf Ihrem Bedienerpanel Ihre individuellen Fragen einzugeben und sich somit auch aktiv an unserem Geschehen hier zu beteiligen. Sehr gut, Frau Wurzer, ich schlage vor, wir starten und starten gleich los. Bevor wir ins Thema eintauchen, darf ich Sie noch um ein paar Worte zu Ihrer Person und zu Ihrem Unternehmen bitten. Sehr gerne. Ich begrüße Sie ebenfalls ganz herzlich zum Webinar. 2010 habe ich mich mit meinem Unternehmen Power for Success selbstständig gemacht und spanne mit meinen Dienstleistungen die Brücke zwischen Psychologie und Wirtschaft, zwischen Mensch und Unternehmen. Konkret biete ich Unternehmensberatung mit dem Schwerpunkt Human Resources, Training und Coaching für Verkauf und Persönlichkeitsentwicklung sowie psychologische Beratung und systemische Psychotherapie für meine Kunden an und bringe 12 Jahre Beratungs-Know-how mit. Perfekt. Super, dass Sie heute Zeit haben. Unser Thema ist ja mein unternehmerisches Ich, überzeugen Sie mit Persönlichkeit. Was steckt denn hinter dem Thema? Was erwartet uns die nächste Stunde? Es geht heute um die Bedeutung der eigenen Persönlichkeit für den Unternehmenserfolg und welche persönlichen Faktoren zu einer starken Überzeugungskraft beitragen. Und welche Bedeutung in Summe ergibt sich, wenn wir sagen, wir wollen langfristig unternehmerisch erfolgreich sein oder einfach auch werden, für die Jungunternehmerinnen unter uns? Mhm. Welche Faktoren sind Ihrer Meinung nach die allerwichtigsten? Schauen wir uns einmal an, durch welche Eigenschaften Menschen Erfolg haben. Mhm. Was würden Sie denn da sagen? Sie sind ja selbst Unternehmerin. Stimmt, also ich bin ja selbst auch eine EPU. Und wenn ich jetzt von mir selbst ausgehe, würde ich einmal sagen, dass ich Ausdauer sehr wichtig finde. Dann, dass ich selbst auch begeistert bin von dem, was ich anbiete und es dann auch schaffe, andere damit anzustecken und die zum Kaufen zu überzeugen. Weil wer nicht kauft, kann ich begeistert sein, so viel ich will. Okay, genau, völlig richtig. Ich darf noch ein paar weitere Erfolgszutaten ergänzen. Und zwar gehört da sehr stark die Beharrlichkeit dazu, natürlich auch der Ehrgeiz, genauso wie eine Vision haben, klare Ziele, Selbstbewusstsein ist wichtig, dann natürlich auch das eigene Charisma. Und man braucht als Unternehmer eine gute Portion Mut gepaart mit Lernfähigkeit, also die Bereitschaft, immer wieder über die eigene Komfortzone drüber hinauszugehen und sich weiterzuentwickeln. Das sind nur einige dieser Erfolgszutaten. Wenn wir uns das jetzt anschauen, welche Eigenschaften sind denn das? Es sind vorwiegend Persönlichkeitseigenschaften, keine fachlichen Qualitäten. Demnach möchte ich Ihre Frage gerne so beantworten. Die optimalen Entwicklungsvoraussetzungen haben wir natürlich, wenn wir uns in der Wachstumszone begeben, aber die eigene Persönlichkeit generell ist jetzt das erfolgsstärkste und effizienteste Verkaufsinstrument des EPU. Denn in keiner anderen Unternehmensform hängen Erfolg und Scheitern so stark von der persönlichen Performance ab, wie das bei uns EPU der Fall ist. Stärken werden ebenso unmittelbar sichtbar und wirksam wie Schwächen. Nur der Nachteil ist, Schwächen kann man viel weniger kompensieren als in größeren Unternehmensformen, wenn man als EPU die meisten Unternehmensbereiche selbst abdeckt. Und demgemäß ist natürlich auch in keiner anderen Unternehmensform die Selbstentwicklung bedeutsamer als bei uns EPU. Fachlich ist jeder wirklich Spezialist auf seinem Gebiet, da ist man viel leichter vergleichbar, was aber unvergleichlich, weil so einzigartig ist, das ist die eigene Persönlichkeit und wie man die ins Unternehmertum und in die Kundenbeziehung einbringt. Hier kann man sich unterscheiden, hier kann man punkten. Gut, bevor wir noch tiefer auch in die Persönlichkeit-Thematik einsteigen, möchte ich einen kurzen Hinweis oder eine Frage stellen. Was ist denn mit so klassischem Marketing? Also eine tolle Homepage, eine schöne Visitenkarte, Folder oder Plakate. Mhm. Das ist doch auch sehr wichtig, oder? Das stimmt. Natürlich ist es wichtig, die anderen unternehmerischen Hausaufgaben auch zu machen.
Wenn es einem aber dann beim Kunden zum Beispiel nicht gelingt, das Gesamtpaket rüberzubringen, weil man zum Beispiel Angst vor der Ablehnung des Kunden hat, vor dem Nein des Kunden, Angst Fehler zu machen, sich zu blamieren oder viele haben auch Angst, sich selbst zu präsentieren vor dem Kunden, vor einer Gruppe oder weil man auch unsicher in der Verhandlungsführung ist oder weil es an der eigenen Überzeugungskraft scheitert, dann hat man letztlich wenig gewonnen. Henry Ford, der Gründer vom Automobilkonzern Ford, der hat den Spruch gepflegt, wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Und das bedeutet letztlich Stillstand. Mhm. Für uns EPU ist es dieses Stehenbleiben gefährlich, weil es das eigene Unternehmen gefährdet. Je weiter wir uns als Person entwickeln, desto mehr Handlungsspielräume haben wir für den Erfolg als Unternehmer. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und für viele ist es, weil sie Marketing angesprochen haben, völlig selbstverständlich in eine gute Website, in Visitenkarten, Folder zu investieren und dafür Geld in die Hand zu nehmen, aber viel weniger von uns ist es genauso selbstverständlich, in die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit zu investieren, also auch dafür Geld in die Hand zu nehmen. Aber liebe Zuseher, bedenken Sie, Sie sind als EPU die eigentliche Marke Ihres Unternehmens. Wenn wir jetzt wirklich in das Persönlichkeitsthema reingehen, Sie haben den Begriff Überzeugungskraft jetzt schon ein paar Mal erwähnt und ich glaube, das ist ja ein sehr, sehr wesentlicher Faktor. Meine Frage ist, wie wichtig ist denn jetzt eine gute Überzeugungskraft, um wirklich unternehmerisch erfolgreich zu sein oder eben zu werden, wenn man noch nicht so weit ist? Die ist sehr wichtig, denn kann man nicht überzeugen, hat man keinen Erfolg. Um eine gute Überzeugungskraft zu entwickeln und sich diesem Thema anzunähern, ist es gut, wenn man mal im Vorfeld überprüft, was sind denn meine Stolpersteine, was sind denn Herausforderungen, was hindert mich denn an mehr Überzeugungskraft? Warum ist das wichtig? Denn in der Analyse dieser Fragen stecken bereits die Ansatzpunkte für die Veränderungs- und Lösungsarbeit. Wenn Sie schon die Stolpersteine und Hindernisse ansprechen, was haben wir denn da in dem Potpourri? Was kann uns denn an dem erfolgreichen Überzeugen stören, ja, oder hindern? Da gibt's leider, muss man sagen, sehr viele Möglichkeiten. Ich greife ein paar Erfolgshindernisse heraus für die Überzeugungskraft und bringe einige allgemeine Lösungsansätze, die ich formuliere, als Do-It, also Übungen, die man gerne mal ausprobieren kann, wenn man wirklich eine maßgeschneiderte Lösung für die eigene individuelle Situation möchte, dann ist es wichtig, wirklich Einzelcoaching in Anspruch zu nehmen. Zur besseren Erklärung möchte ich gern das Zonenmodell heranziehen. Und zwar ist es so, dass wir den optimalen Aktivierungsgrad und die besten Entwicklungsvoraussetzungen, die haben wir in der Wachstumszone. In der Panikzone ist alles das drinnen, wo wir heillos überfordert sind, also was uns 10 Nummern zu groß ist sozusagen. Und in der Komfortzone, da fühlen wir uns sicher und bequem, aber dort findet halt auch keine Expansion statt. Also das kennen wir, das ist gewohnt. Genau, dennoch ist es leider so, dass wir uns sehr oft in der Komfortzone aufhalten, die ich auch als Container nenne, weil sie meist so wie eine feste Grenze ist, an der wir sehr hartnäckig festhalten. Ja. Ja, was ist jetzt in diesem Container drinnen? Was ist jetzt die Komfortzone? Man muss sagen, die Komfortzone ist natürlich sehr stark geprägt aus unserer Vergangenheit, aus unserer Sozialisierung. Da sind solche Dinge drinnen wie unsere Glaubenssätze, Denkmuster, Verhaltensmuster, unsere Prägungen, Werte, Ängste und so weiter. Und rundherum ist die individuelle rote Linie. Das heißt, alles das, was wir sagen, das schaffe ich nicht, das mag ich nicht, das ist mir zu anstrengend, das traue ich mich nicht. Ja, Bequemlichkeit ist auch da drin. Ja. Genau, völlig richtig. Und leider ist es so, dass viele Aspekte dieser Komfortzone eben verhindern bzw. schwächen uns in unserer Überzeugungskraft. In Ihrer Liste ist ja auch der Punkt Glaubenssätze dabei. Die sind ja bei jedem von uns sehr, sehr stark verankert und entsprechend auch wirksam. Meine Frage ist, wie spielen jetzt meine Glaubenssätze in meine Überzeugungskraft hinein, positiv wie negativ? Kann man da was dazu sagen? Genauso wie Sie sagen, eben in beide Richtungen, also in positiver Richtung wie auch in negativer. Aber klar ist, dass Überzeugungen und Glaubenssätze einen extrem starken Einfluss auf unsere Überzeugungskraft haben. Da habe ich eine Anregung für ein Do-It für unsere Zuseher. Wenn Sie kraftvoll und erfolgreich überzeugen möchten, dann prüfen Sie einmal Ihre Überzeugungen und Glaubenssätze,
die Sie über sich als Unternehmer und Unternehmerin haben, die Sie über Ihr Unternehmen haben und auch über Ihre Kunden. Denn diese inneren Überzeugungen werden im Außen sichtbar und Ihr Gegenüber reagiert dementsprechend darauf. Also analysieren Sie einmal, ob Ihre Überzeugungen und Glaubenssätze Ihren Erfolg fördern oder ob es da auch solche gibt, die sabotieren. Und wenn Sie Saboteure entlarven, dann modifizieren Sie diese. Das, was Sie sagen, hat natürlich schon sehr, sehr viel auch mit der Einstellung und der inneren Haltung jedes Einzelnen und jeder Einzelnen zu tun. Jetzt ist meine Frage, es ist ja nicht so einfach, schätze ich einmal, wirklich einstellungsmäßig zu sagen, so, das sehe ich jetzt anders. Wie kann man das schaffen? Wie kann ich da gut mich aufstellen? Ja, einerseits ist es nicht einfach und andererseits doch auch wieder. Das ist schön. Gute Nachricht. Oft genügt es wirklich, so diese eingefahrene innere Autobahn zu durchbrechen durch eine neue, positive innere Haltung. Und jetzt kommt die eigentliche Arbeit. Es ist natürlich wichtig, diesen neuen Weg dann immer wieder zu befahren, denn unser Unterbewusstsein lernt durch die Wiederholung. Also das heißt, wir müssen die neue Haltung immer wieder pflegen, anwenden, tun. Und dann übernimmt im Laufe der Zeit das Unterbewusstsein diese neue Haltung als wahr. Wenn das nicht klappt, und das merkt man an der fehlenden Wirkung, dann steckt ein tieferes Thema dahinter. Wo zum Beispiel das Unterbewusstsein blockiert, weil es glaubt, etwas schützen zu müssen, lässt es zum Beispiel eine neue Haltung nicht zu. Das hat dann mit dem Eisbergmodell zu tun, auf das ich später noch gern zurückkommen möchte. Okay, dann behalten wir uns das noch vor. Ich nehme da jetzt auf jeden Fall einen wichtigen Punkt für mich auch heraus. Ohne Wiederholung kann ich in der Einstellung keine Verbesserung oder Veränderung erzielen. Weil einmal ist nett, aber ändert nichts. Genau, noch nicht wirklich. Ja, es ist der erste Schritt, der ist wichtig, aber okay. Das heißt, oft Unterbewusstsein braucht circa 3 Wochen, bis es etwas Neues, wenn man es wirklich täglich und konsequent anwendet, eine neue Haltung übernimmt. Okay, sehr spannend. Ein anderes Thema, eine andere Frage ist, wir führen ja alle, und da nehme ich jetzt alle mit ein, so Selbstgespräche mit uns. Also wir machen das laut oder auch leise, wir haben sowohl positive als auch negative Gedanken über uns und mit uns. Und die Frage ist aber, kann ich diese Selbstgespräche mit mir auch unternehmerisch für meine Ziele, für meine Erfolge nutzbar machen? Gibt es da eine Methode oder eine Möglichkeit? Ja, das sollten wir unbedingt tun. Wir kennen das aus dem Spitzensport, die können das perfekt, die Spitzensportler, die bereiten sich Kraft ihres inneren Dialoges ganz konsequent auf ihre Wettkämpfe vor. Das heißt, sie sehen sich schon in ihrem gewünschten Zielzustand und dergleichen. Und wir sollten das für unser unternehmerisches Tun und generell auch für unser Leben auch machen. Denn wenn wir bedenken, dass der innere Dialog, so heißt es, täglich durchschnittlich 60.000 Wörter umfasst. Das ist eine unglaubliche Summe. Wir Frauen wahrscheinlich mehr. Ich weiß es nicht, das müssten wir jetzt recherchieren. Aber auf jeden Fall ist es extrem viel. Also wenn man sich denkt, 60.000 Wörter, das ist sehr machtvoll. Und angeblich sind ca. 90% davon Wiederholungen. Das heißt, den inneren Dialog, den wir den ganzen Tag führen, das ist kein harmloses Geplapper, sondern der beeinflusst uns maßgeblich, jetzt wo wir wissen, okay, Unterbewusstsein lernt durch die Wiederholung, 90% sind Wiederholungen, also das beeinflusst maßgeblich unsere Ergebnisse und natürlich auch unsere Überzeugungskraft. Denn wenn man jetzt einen sehr sabotierenden inneren Dialog hat, wirkt sich das ganz anders auf das Ergebnis aus, als wenn der jetzt positiv ist. Und demnach macht es wirklich Sinn, einmal zu schauen, was ist denn mein innerer Dialog? Ist der jetzt eher ein Energieräuber, der mir sozusagen den Glauben an die Ziele frisst? Oder ist es eine Stimme wie ein hilfreicher Freund, die mich aufbaut, pusht, motiviert, mittels hilfreicher Kommentare? Also demnach gibt es da einen riesen Unterschied in der Wirkung. Was uns oft nicht bewusst ist, ist die Tatsache, dass unser heutiger Gedanke der Same für unsere Realität von morgen ist. Und das sollten wir uns bewusst machen. Es gibt zum Beispiel sehr, sehr spannende Forschungsergebnisse aus der Neuropsychologie. Da weiß man, dass unser Gehirn kein starres Organ ist, sondern dass es lernfähig ist. Und zwar das, worauf unsere Aufmerksamkeit fällt, das formt das Gehirn.
Also bringe ein Beispiel. Wenn wir jetzt viel im Selbstzweifel und in der Angst sind, dann werden die zugehörigen Gehirnareale für diese Emotionen werden verstärkt ausgebaut durch mehr Nervenzellen. Also dort ist mehr neuronale Aktivität und die springen dann natürlich auch viel leichter an. Also das heißt, vieles von dem ist auch sehr erlernt. Und die gute Nachricht daran ist natürlich auch, dass man es ändern kann. Also wir können es genauso in die positive Richtung machen, diese Neuroplastizität des Gehirns für unsere Ziele zu nutzen und das, was wir möchten. Da können wir ja froh sein, weil das heißt, es ist nie zu spät, anders zu denken oder so sich anders zu programmieren. Das absolut. Ist ein guter Punkt. Genau. Was mir aber hier auffällt, ist, dass das schon mit sehr viel Achtsamkeit auch zu tun hat und einfach eben dieser Bewusstheit. Wie bringe ich die tatsächlich in der Praxis in meinen inneren Dialog hinein, wenn ich das noch nicht kann oder noch nicht mache bis jetzt? Ja, also da gibt es sicher viele Möglichkeiten. Eine davon, die ich mir überlegt habe, sehr alltagstaugliche, ist zum Beispiel das Handy zu nutzen. Man kann sich, und das ist auch eine Anregung für die Zuseher, das kann man gerne als Do-It ausprobieren, stellen Sie sich 10-mal am Tag zum Beispiel den Handyalarm. Und immer wenn Sie den hören, halten Sie kurz inne und überprüfen Sie Ihren inneren Dialog. Wie denken Sie gerade? Fördernd, zuversichtlich oder negativ und sabotierend? Und demgemäß stoppen Sie Ihren inneren Dialog und korrigieren Sie ihn in die Richtung, in die Sie ihn korrigieren möchten. Damit kriegt man schon einmal viel mehr Gespür dafür, in welche Richtung der innere Dialog geht. Ich möchte gern noch eine Metapher gebrauchen, weil Bilder bleiben oft viel eher hängen im Kopf bei uns, nämlich für die Wirkungsweise unseres Denkens. Ich nenne es von Gurken und Radieschen. Ja. Und zwar ist es so, dass wir Menschen gerne immer wieder die gleichen Zutaten zusammenfügen und wir möchten aber dann gern andere Ergebnisse haben. Ja. Das ist circa so, wie wenn man Gurkensamen anbaut und man möchte dann gerne Radieschen ernten. Das geht sich nicht aus. Genau. Also wir können nicht mit den gleichen Strategien, mit der gleichen Denk- und Handlungsweise, mit der wir zum Beispiel weniger Erfolg haben, bessere, erfolgreichere Ergebnisse erzielen. Da ist es wirklich so, dass wir das ernten, was wir sehen. Wenn wir jetzt einmal angenommenerweise sagen, ich bin so ein Gurkenradieschen-Mensch, also ich sehe etwas und bin dann sehr überrascht, was ich ernte. Wie kann ich denn das lösen? Also wie komme ich denn aus diesem Trott oder aus diesem Problem raus, dass ich das Ergebnis tatsächlich das ernte, was ich vorher auch gesehen habe? Also dass ich ein Gurken-Gurken-Resultat habe oder Radieschen-Radieschen. Okay. Was gibt es da? Ja, da gibt es eine sehr einfache, aber in der Umsetzung natürlich schwierige Lösung dafür. Und zwar liegt die Lösung in der Veränderung der Zutaten. Also wenn wir den Erfolg ernten möchten, dann müssen wir Erfolgssamen anbauen. Und unsere ursprünglichsten Erfolgssamen sind natürlich unsere Gedanken. Die müssen in die gewünschte Richtung gehen. Und wir wissen, im Zustand positiver Gedanken haben wir auch andere Gefühle, nämlich positive Gefühle. Die hängen sehr eng miteinander zusammen. Und man weiß auch, dass man im Zustand positiver Gefühle um ein Vielfaches leistungsfähiger ist, lösungskreativer und natürlich für unsere Überzeugungskraft wichtig, auch viel überzeugender. Und positive Gedanken, positive Gefühle lassen uns auch eher erfolgreich handeln. Und wenn wir diesen Mechanismus dann ganz konsequent leben, dann können wir wirklich den Erfolg ernten. Also das sind die Saaten, die wir ja, hier haben. Genau, also der Gedanke, mit dem beginnt einmal die Saat, genau. Okay, sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir haben ja auch eine Publikumsfrage zu dem Thema vorbereitet. Ja, allerdings. Das stimmt völlig. Allerdings kommt die noch ein bisschen später. Ich möchte vorher noch gern auf ein Thema eingehen, und zwar auf das Eisbergmodell. Genau, das würde ich mit dem Unterbewusstsein, oder? Genau, das würde ich, habe ich vorher versprochen, das würde ich noch gerne nachholen. Stimmt, das haben Sie ja erwähnt, genau. So ist es. Worum geht es da? Was ist da wichtig? Es ist so, wir wissen oft gar nicht, dass wir uns sabotieren. Wir haben zum Beispiel keine Bewusstheit darüber. Und das ist jetzt ein bisschen trickreich, denn das Eisbergmodell besagt, dass nur ca. 10-20% dessen, was wir tun, was wir denken, unsere Gefühle sind uns bewusst. Der viel größere Teil, nämlich sagenhafte 80-90%, sind im Bereich des Unbewussten. Das heißt, die sind verborgen. Das ist so ähnlich wie der Eisberg, der die Titanic zum Scheitern brachte. Wenn wir scheitern, ja, dann meist an diesem viel größeren Teil, der im Unbewussten liegt.
Und in diesen Bereich fallen dann auch unsere Erfolgsblockaden und Sabotagemuster hinein. Jetzt möchte ich gerne die Frage eben an die Zuseher richten, wo Sie sich einbringen können, zuvorerst gerne mal für sich. Stellen Sie sich bitte mal die Frage, darf ich wirklich vollkommen erfolgreich sein? Also stehen mir 100% Erfolg zu, darf ich das? Und schauen Sie dann, welche Antwort da kommt bei Ihnen. Sind Sie da vollkommen überzeugt davon? Gibt es da ein Gefühl von Unsicherheit, Selbstzweifel? Steht mir das zu? Darf ich das? Kann ich das? Und demgemäß geben Sie bitte auch die Antwort bei der Publikumsfrage. Wir haben das jetzt wirklich als Publikumsfrage auch gedacht, um einmal zu sehen, bei wie vielen, wie ist da das Verhältnis. Und ich würde Sie bitten, dass Sie nur auf den Button Ja drücken, der dann kommt, wenn Sie wirklich 100% erfolgreich sein dürfen, also wenn es da keinerlei Zweifel daran gibt. Und nein, wenn Sie merken, okay, na so ganz sicher bin ich mir eben nicht. Ich darf auch sagen, die Umfrage ist 100%ig anonym, das heißt, Sie können wirklich dem ersten Impuls folgen. Es wird nicht nachvollziehbar sein, wer Ja und wer Nein klickt. Also können Sie beruhigt sein. Das stimmt. So, dann schauen wir mal. Ich denke, die Umfrage ist bereits soweit durch. Ich warte noch auf das Ergebnis. Genau, da haben wir das Ergebnis. Alles klar. Also, wir haben hier repräsentativ jetzt auf unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen, haben wir 76%, die von sich überzeugt sind und sagen, ja, ich kann und will vollkommen erfolgreich sein und ich darf das auch. Und 24% sagen, naja, ich bin mir nicht so sicher, ob ich immer so 100% erfolgreich sein kann. Ja. Meine Frage jetzt, aus Ihrer Erfahrung und auch aus Ihrem Wissen heraus, was kann man jetzt, wie kann man das Ergebnis interpretieren, wie kann man einen Schluss auch ziehen, was sagt das über unsere EPU da draußen? Das ist schön, denn das heißt sozusagen, dass viele wirklich sich erlauben, dass sie erfolgreich sein dürfen im ganzen Ausmaß, das ihnen zur Verfügung steht. Gut wäre natürlich, das können wir jetzt hier nicht machen, aber ob die Zuseher genauso auch sich als so erfolgreich sehen würden. Denn wenn es keine Erfolgsblockade oder keine Erfolgsverbote gibt, ja, dann wäre die logische Konsequenz natürlich von den 76%, die mit Ja geantwortet haben, dass die das auch wirklich sind, dass die so vollkommen erfolgreich sind, wie die das möchten. Ja? Also jetzt nur mal vom Verbot rückzuschließen. Bei den 24%, für die gibt es eine gute Nachricht, also es gibt Lösungsmöglichkeiten. Das heißt, ist ja doch fast ein Viertel, also so wenig sind wir das auch nicht. Ja, genau. Und da ist es natürlich wichtig, dahinter zu schauen, wenn ich mir den Erfolg so sehr wünsche, was kann da in mir sein, dass ich mir das verbiete oder dass ich das Gefühl habe, das ist nicht erlaubt oder das ist für mich oder irgendwie vielleicht nicht so drinnen. Wie soll ich sagen, zu arrogant so zu denken, kann auch sein. Ja, ist auch eine Möglichkeit. Also da möchte ich jetzt kurz einfach so ein bisschen auf die Verbote hinleuchten. Was kann denn da dahinter stecken? Meiner langjährigen Erfahrung nach stecken sehr oft systemische Verstrickungen dahinter. Ich bringe ein Beispiel, damit das ein bisschen plastischer wird. Ich habe einen EPU gecoacht, einen Herrn, der zu mir ins Coaching kam, und der hatte den vorher unbewussten Glaubenssatz, dass er, egal wie viel er für seine Kunden investiert und für den Auftrag, dass er den Auftrag letztlich nicht bekommt. Und genau das ist ihm dann auch immer wieder passiert. Das heißt, er hat das im Außen gespiegelt bekommen von seinen Kunden, viel Engagement, aber dann doch nicht das erreicht, was er sich gewünscht hat. Und wir haben dann auch nach Erfolgsvorbildern innerhalb der eigenen Familie gesucht. Also wer in ihrer Familie sind so Erfolgsvorbilder? Und dann hat er mir ganz betroffen geschildert, er ist der Erfolgreichste der Familie, die anderen hat er als Verlierer erlebt. Aha. Gefragt, ob er dann auch noch zur Familie dazugehört, wenn er jetzt um einiges erfolgreicher wird, denn das war sein Ziel, das wollte er gerne, kam von ihm ein ganz, ganz klares, spontanes Nein. Das heißt, seine innere Überzeugung war, wenn ich jetzt diesen Erfolgsrahmen, der in der Familie erlaubt ist, wenn ich den sprenge, dann verliere ich die Zugehörigkeit zu meiner Familie. Und wenn ich mich eher im niedrigeren Bereich des Erfolges aufhalte, dann gehöre ich weiter dazu. Und das war ihm natürlich wichtig, weil das waren seine liebsten Menschen. Und das ist so eine Selbstsabotage. Das ist wirklich zum Beispiel eine klassische Selbstsabotage. Wieso ist das überhaupt so?
die, unsere systemischen Normen oder unser Sittengewissen regelt sehr genau, wie weit wir uns entfernen dürfen von diesen familiären Normen zum Beispiel. Und das sind keine, oft keine ausgesprochenen, auch keine geschriebenen Normen, sondern man fühlt das meist. Also was ist in meiner Familie an Erfolg, an Glück, an Leichtigkeit, an Reichtum zum Beispiel erlaubt? Ja? Das wissen die Leute sehr genau. Und deswegen hält man sich dann kleiner. Das hat natürlich fatale Auswirkungen, denn wenn man jetzt nicht wirklich im vollen Rahmen erfolgreich sein darf, dann tut man unbewusst vieles, um sich in seiner eigenen Überzeugungskraft zu bremsen. Und das ist natürlich schade. Aber das Thema, das dahinter steckt, ist eigentlich ein ganz ein anderes. Mhm. Gute Nachricht ist auch hier wieder, diese Themen sind veränderbar. Ja. Zum Beispiel durch professionelles Coaching, das diese systemischen Aspekte berücksichtigt und auch entsprechende Lösungswerkzeuge mitbringt. Also für die 24% der Zuseher, die jetzt geantwortet haben, okay, da gibt es etwas, was mich daran hindert, die möchte ich wirklich aufrufen, machen Sie sich bewusst, Sie sind mehr als Ihre Vergangenheit, mehr als Ihre Erziehung, mehr als Ihre Sozialisation. Lösen Sie Ihre systemischen Hindernisse quasi wie die Handbremse lösen, damit der Weg ganz frei wird für Ihres. Eine sehr, sehr spannende Geschichte und vor allem auch mit diesem Praxisbeispiel kann man es auch sehr gut nachvollziehen, was man so wahrscheinlich gar nicht so sieht, wenn man nicht wirklich hinschauen kann und auch mit der Unterstützung des Coaching dann. Genau, und der Punkt ist einfach der, dass es viel häufiger so ist, als man glauben möchte. Also ihr könnt jetzt unzählige Praxisbeispiele für verschiedene Arten von Erfolgsblockaden aufzählen. Also da ist wirklich sehr viel dahinter. Ja. Wir haben ja noch ein wichtiges Thema, die Ziele. Ja. Und immer so ein Thema, Ziele, da gibt es so diese Regeln, wie die formuliert sein müssen und aufschreiben und nicht nur denken. Wie stehen Sie denn zum Thema unternehmerische Ziele? Ja, natürlich, Ziele, das ist oft so ein unternehmerisches Reizwort. Viele sagen, ich kann es schon gar nicht mehr hören, aber es ist ein extrem wichtiger Punkt in Bezug auf unsere Überzeugungskraft. Mhm. Und zwar merke ich in den Coachings mit den EPU immer wieder, dass viele erfolgreicher sein könnten, wenn sie sich klare Ziele setzen würden. Weil Ziele sind sowas wie der Kompass für die eigene Unternehmensreise. Das heißt, die geben Ausrichtung, die geben Orientierung und die machen auch Motivation. Also die bringen uns in die Gänge. Das ist auch gut so. Ja? Und die Ziele sind dann eigentlich auch erst der Maßstab. Daran kann man erst ablesen, habe ich denn wirklich das erreicht, was ich mir vorgenommen habe. Und echte Ziele haben natürlich das Zeug zu überzeugen, das ist wichtig, aber dazu muss man die erst einmal finden. Und es ist wichtig, dass man sich einerseits die großen Ziele setzt, so die Fernziele, aber auch die Nahziele, wirklich für jedes einzelne Gespräch, für das Telefonat, für jeden Kundentermin sich überlegt, was möchte ich denn gerne erreichen mit diesem Termin und durch welche Strategie komme ich dorthin. In der Theorie ist es ja eigentlich allen immer sehr klar. Also schlägt man offene Türen ein. Haben Sie eine ganz praktische Idee, wie wir diese echten Ziele auch wirklich rausfiltern können? Ja. Ja, nicht so diese Wünsch-dir-was-Listen. Mhm. Ja. Super. Das gibt's. Das gibt's. Eine ganz einfache Übung an Sie, liebe Zuseher. Nehmen Sie sich ein Notizbuch extra für diese Übung. Setzen Sie sich bitte 4 Wochen hin, ganz konsequent, wirklich jeden Tag 15 bis 20 Minuten überlegen, was sind denn meine wahren Unternehmensziele? Was möchte ich mit meinem Unternehmen erreichen? Und nach 4 Wochen lesen Sie sich Ihre Notizen noch einmal durch. Und ich versichere Ihnen, spätestens dann hat sich herausdestilliert, was Ihre wahren Unternehmensziele sind. Das müssen Dinge sein, für die Sie brennen, wo Sie sagen, dafür lohnt es sich, in der Früh aufzustehen und meine Energie zu mobilisieren. Also das heißt, es wird dann sehr sichtbar werden. Sie können diese Übung natürlich auch noch gerne vertiefen, indem Sie Ihre Unternehmensziele, die Sie dann gefunden haben, die sich herauskristallisiert haben, zum Beispiel sichtbar gestalten in Form von einem Bild oder ein Symbol dafür finden. Aber auf jeden Fall machen Sie es sichtbar. Wenn das dann zum Beispiel Ihr Unternehmenszielebild im Büro hängt, dann kann das ein super Kompass dafür sein, der Ihnen immer wieder Ausrichtung gibt, Moment, hier nicht verzetteln, dort möchte ich hin, da richte ich mich drauf aus. Und das ist natürlich wunderbar, wenn Sie jeden Tag erinnert werden daran, was Ihre Unternehmensziele sind.
Ein sehr, sehr guter Tipp. Vielen Dank. Ich stelle fest, dass das Thema sehr, sehr komplex ist und vor allem auch so viele Aspekte umfasst. Einige konnten wir inzwischen beleuchten. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und wir ja dann auch zu Ihren Fragen kommen möchten, können Sie uns also eine Art Resümee ziehen, was ist jetzt wirklich das Entscheidendste, um erfolgreich zu überzeugen? Sehr gerne. Also wenn es sowas wie ein Resümee von mir gibt, dann am ehesten das. Liebe Zuseher, wenn Sie die Themen, die Ihre Überzeugungskraft bremsen, wenn Sie die lösen, dann ist der Weg wirklich frei für erfolgreiches Überzeugen. Und das hat natürlich viel damit zu tun, dass wir eben aus der Komfortzone rausgehen in die Entwicklung unserer eigenen Persönlichkeit. Und da möchte ich noch einmal diesen Satz hinten nachschießen. Denken Sie, wie gesagt, immer dran, Sie sind die Marke Ihres Unternehmens. Sehr gut. Vielleicht darf ich noch eine kurze Schleife ziehen, was, glaube ich, vielen auch schwerfällt. Also es ist, in der Theorie ist ja alles sehr klar. Aber es ist ja nicht so einfach, jetzt sich wirklich den eigenen Problemen zu stellen und auch vielleicht eigene Unzulänglichkeiten zu erkennen und zu analysieren. Das erfordert viel Überwindung und vor allem wahrscheinlich auch ein hohes Maß an Selbstreflexion. Meine Frage ist jetzt für jene unter den Zuhörenden, wie kann man den Einstieg schaffen in so eine Methode und auch in diese Art der Selbstentwicklung? Ja, also meine Empfehlung wäre am ehesten, durch den Blick in die Zukunft Motivation für die Veränderung im Jetzt zu schaffen. Durch zum Beispiel eine einfache Frage, aber wirkungsvolle Frage, nämlich: Was ist mir möglich, wenn ich meine persönlichen Herausforderungen als Unternehmer und Unternehmerin gelöst habe? Also konkret zum Beispiel, was wird mir möglich sein, wenn ich frei bin von Erfolgsblockaden? Was wird mir möglich sein, wenn ich keine Angst mehr vor Verkaufsgesprächen habe? Was wird mir möglich sein, wenn ich selbstbewusst zum Kunden gehen kann und keine Angst mehr habe vor der Selbstpräsentation? Also das sind alles gute Motivatoren, um dann wirklich herzugehen, zu sagen, jetzt packe ich meine Themen an. Und wunderbar geeignet natürlich fürs Anpacken dieser Themen ist sozusagen professionelles Coaching, weil man wirklich neue Zugänge gewinnt, weil man Schwierigkeiten lösen kann und weil man natürlich auch einen Spiegel kriegt, wo man sich selbst und das unternehmerische Tun gut reflektieren kann. Sehr gut, sehr gut. Also jetzt würde ich dann einfach unsere Zuseher bitten, liebe Zuseher, jetzt sind Sie am Zug mit Ihren Fragen. Genau, wir schauen einmal, was inzwischen schon über den Chat reingekommen ist. Wie gesagt, nochmal die Aufforderung, Sie können jederzeit Fragen eingeben und wir freuen uns, wenn wir das entsprechend Ihres Interesses beantworten können. Also, ich habe hier mal als erste Frage, wie macht man das, die Glaubenssätze zu analysieren? Wir haben ja vorhin das gehört, dass man mal den Zustand weiß. Wie kann man da vorgehen? Indem man zum Beispiel einmal hergeht und sich wirklich notiert, eine Liste schreibt mit, was denke ich denn so über mich und meine unternehmerische Welt. Das können zum Beispiel solche Dinge sein, da können Glaubenssätze drinnen sein wie: Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen oder im Schweiße deines Angesichts musst du dein Brot verdienen. Genau, also Erfolg ist nur was wert, wenn er schwer verdient ist. Also wirklich einmal durchforsten, was trage ich denn in meinem Rucksack aus meiner Vergangenheit denn so mit? Und das wird dann natürlich sehr stark sichtbar. Oder eben durch die Frage, was denke ich denn über mein Unternehmen? Sehe ich das Potenzial in meinem Unternehmen? Sehe ich mein Unternehmen wie eine kleine graue Maus, wo ich sage, was kann ich denn schon bewirken angesichts von viel größeren Unternehmen? Oder ja, das wären so einige Beispiele. Und da ist es wirklich gut, sich einmal Zeit zu nehmen und das auch zu notieren. Und zum Beispiel zu notieren, ja, wenn ich jetzt diesen Glaubenssatz habe, wie wirkt sich denn das auf mein Unternehmertum aus? Oder auch gerne, wie wirkt sich das auf meine Überzeugungskraft aus? Also der Satz, Arbeit ist nur was wert, wenn sie schwer verdient ist, was bewirkt dieser Satz in meinem Leben? Das wäre sehr wahrscheinlich, dass man dann zum Beispiel sehr viel für den Erfolg tun muss. Und dann ist es wichtig natürlich, das zu modifizieren, indem man zum Beispiel hergeht und sich denkt, ein besserer Glaubenssatz, eine bessere Überzeugung wäre zum Beispiel,
ich darf mit Leichtigkeit Erfolg haben oder mit Leichtigkeit und Spaß, das wäre zum Beispiel gut. Ja? Aber das ist dann natürlich die Veränderungsarbeit. Die Arbeit, also die Arbeit, genau. Die gute Arbeit. Ja. Ja, das ist das, wo man dann wirklich was zu tun hat, wo ich gesagt habe, Autobahn durchbrechen, so kann man das Thema zum Beispiel angehen. Thema innerer Dialog, wenn es wenig Bewusstheit darüber gibt, eben was laufen da so für Glaubenssätze innerlich ab, kann man auch gern machen. Das geht aber eher nur zu Hause, dass man den inneren Dialog und diese Glaubenssätze einmal laut macht, mhm. ja, indem man das, was man sich normalerweise immer leise vorsagt, indem man das wirklich einmal laut ausspricht bei sich zu Hause. Und dann werden sich manche Dinge ad absurdum führen, weil wenn wir drauf kommen, hey Moment, das möchte ich doch gar nicht. Ich möchte doch eigentlich ganz was anderes erreichen. Mhm. Das wäre so schon einmal ein Hinschauen drauf. Okay, ja. mhm. Sehr spannend. Dann habe ich eine Frage, Sie waren gerade schon beim inneren Dialog, nämlich inwiefern man das für das Zeitmanagement nutzen kann, diesen inneren Dialog. Den inneren Dialog. Also vielleicht so das Thema Aufschieberitis, könnte ich da jetzt hineininterpretieren, es wird jetzt hier nicht mehr geschrieben, aber wahrscheinlich, dass man sich irgendwie also wenn ich zeitmäßig die, ja, besser aufstellen kann. Wenn ich die Frage richtig verstehe, dann gibt es ja eher, wenn es mit dem Zeitmanagement nicht so klappt, dann meistens das, ach, es geht sich sicher heute alles wieder nicht aus und ich komme wieder zu spät oder ich werde nicht rechtzeitig fertig, den Auftrag für den Kunden zu schreiben oder so, dass man hergeht und zum Beispiel einen inneren Dialog schafft, wo man sich selbst sagt, dass sich alles ganz zeitgerecht pünktlich ausgeht. Also in dem Fall, was wäre ein guter Satz? Ich schaffe meine Erledigungen mit Sicherheit in der vorgegebenen Zeit oder absolut pünktlich oder so. Also das heißt, genau das sich vornimmt, was man erreichen möchte, nämlich ich werde zeitgerecht mit allem fertig. Okay, ich hoffe, das war ich in hoffe, diesem Sinne. Ich hoffe, die Frage war so gemeint. Ja, genau, das können wir nur interpretieren auch. Dann ist hier eine Frage, welche Fragen muss ich mir stellen, um die Saboteure unter den Glaubenssätze zu enttarnen? Also welche Fragen können mir helfen? Ja, solche Fragen wie zum Beispiel die vorhin, darf ich wirklich vollkommen erfolgreich sein? Oder auch, darf ich zum Beispiel auch viel Geld verdienen mit dem, was ich tue? Ich bringe ein Beispiel dafür. Ich hatte eine Dame, auch wieder Ein-Personen-Unternehmerin, die hatte zum Beispiel den Glaubenssatz, der ist vorher nicht bewusst gewesen. Oder ich erzähle es anders, bei der durfte irgendwie das Geld nicht hereinkommen und auch nicht bleiben, obwohl sie sehr viel für den Erfolg getan hat. Und wir sind dann im Coaching draufgekommen, dass hinter diesem Verbot, Geld zu verdienen und unabhängig sein, der Glaubenssatz dahinter stand, sie hatte das Gefühl, wenn sie jetzt finanziell unabhängig ist, dann haben ihre Eltern, die schon ziemlich alt waren, dann haben die keine Lebensaufgabe mehr und dann könnten die sterben. Das hört sich total irreal an, aber sie hat es dann wirklich komplett nachvollziehen können. Wir haben das dann aufgelöst und die ist jetzt gut auf einem guten Weg. Ja? Also die darf jetzt Geld verdienen, die hat jetzt für ihre Seminare viele Teilnehmer, das klappt wunderbar. Aber bei diesem Punkt Erfolgssaboteure, habe ich ja vorher schon erwähnt, das sind 80-90% dessen, was wir tun, was wir denken, ist im Bereich des Unbewussten. Wenn es wirklich um das Eisbergmodell und diese Erfolgsblockaden geht, da ist es echt am sinnvollsten, wenn man sich in ein professionelles Coaching begibt. Denn diese Dinge kann man so einfach oft nicht rausfinden. Und es gibt Lösungsinstrumente, Coaching-Instrumente, mit denen man das sehr gut aufdecken kann einerseits und natürlich auch dann entsprechend Lösungswerkzeuge mitbringt dazu. Also so, man kann sich schon Fragen stellen und herantasten, aber auf manches wird man nicht drauf kommen. Das ist so wie bei einem Bild, wenn man zu nahe dran steht, dann sieht man irgendwie das Gesamte nicht. Und so ähnlich ist es auch bei diesen Erfolgsblockaden oft und bei diesen Sabotagemustern. Also speziell der eine Unternehmer, von dem ich vorher gesprochen habe, der wusste nicht, dass er sich sabotiert und wie er sich sabotiert. Also das ist oft sehr trickreich. Da macht es wirklich Sinn, zum Profi zu gehen. Ja, sehr gut. Dann habe ich hier, soll man die Unternehmensziele täglich aufs Neue aufschreiben, dass sie sich einbrennen, das war dieser Hinweis mit der Wiederholung, oder soll man sie täglich ergänzen? Ich würde Ihnen empfehlen, schreiben Sie sie jeden Tag neu auf. Das ist zwar einiges an Mehrarbeit, aber dadurch
setzt sich das in Ihrem Unterbewusstsein noch einmal mehr. Ja, genau das will ich. Ja. Also fangen Sie jeden Tag an, wie völlig frisch, wie ein unbeschriebenes Blatt, diese Übung, und sammeln Sie wirklich alles. Und im Laufe der Zeit werden Sie vielleicht sehen, im Laufe dieser 4 Wochen, okay, manche Ziele gehen vielleicht verloren, weil sie Ihnen nicht so wichtig sind, und andere werden ganz konsequent diese Zeit überdauern und werden zum Schluss wirklich als Ihr Ziele-Destillat vor Ihnen stehen. Also sich da auch die Energie zu gönnen. Ja, ja, ist wirklich, also es macht ja schon Sinn, es jeden Tag Wochen, frisch. Ist alles klar, da sehen wir, schauen wir mal, was rauskommt. Mhm. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass man es dann wirklich, also wenn man so intensiv dran bleibt an dem Thema. Ja. Super. Mhm. Ich habe ja eine etwas längere Frage, schauen wir mal, ob wir das so verfolgen können. Also, das heißt, man soll sich im inneren Dialog nicht mit dem aktuellen Zustand beschäftigen, sondern mit rosigen Zukunftsaussichten. Aber die aktuellen Probleme müssen ja auch gelöst werden. Die sollte man durchaus auch im Kopf haben, damit nichts Wichtiges liegen bleibt. Ganz weg damit kann es also nicht sein. Geht es um ein ausgewogenes Verhältnis der beiden Bereiche, also sowohl Ist als auch Zukunft? Mhm. Ja, danke für diese kritische Frage. Ich möchte es gerne so beantworten. Warum wir den inneren Dialog unterbrechen, ist ja meistens das, weil wir uns damit im Weg stehen, also weil wir uns oft negativ damit beeinflussen, im Sinne von, das habe ich schon wieder nicht geschafft oder wieso ist mir das nicht gelungen und so weiter. Ich bin ein großer Fan davon, die Dinge, die nicht so klappen, wie wir das möchten, die ehrlich zu analysieren, denn dort liegen natürlich auch Ansätze für Lösungen. Aber dieses Unterbrechen ist jetzt eher gedacht für diesen inneren Dialog, mit dem wir uns selbst immer das Horrorszenario ausmalen. Also eigentlich das, was wir nicht möchten. Und ich habe ja vorhin erwähnt, im Zustand positiver Gefühle sind wir viel lösungsorientierter. Das heißt, wenn wir uns in eine positive Zukunft versetzen, ja, nicht immer schauen, was möchte ich denn nicht haben, sondern wo möchte ich denn hin, dann fällt auch viel eher etwas dazu ein, zu dem Thema, okay, was muss ich im Jetzt tun, damit ich diese Unternehmenszukunft erreiche, damit ich diese Ziele dann wirklich verwirklichen kann. Ja? Also das kritische Beleuchten auf jeden Fall, aber nicht im Sinne von einer permanenten Selbstsabotage, ja? Sondern das soll wirklich den inneren Dialog zu führen, soll eigentlich sowas sein wie den Sprung in der Schallplatte zu durchbrechen, eben bewusst im Hinblick auf die eigenen Ziele. Also es braucht natürlich das gute, ausgewogene Verhältnis zwischen, okay, jetzt schaue ich mir kritisch an, warum es nicht geht, aber das andere ist natürlich auch wichtig. Ich bringe ein Beispiel gerne von einer Kundin, die hatte die Tendenz, immer sehr stark in das Selbstmitleid zu gehen und war mit vielen Dingen unzufrieden. Und wir haben uns dann auf eine Übung geeinigt, dass sie sich jeden Tag ganz bewusst und gezielt 10 Minuten Zeit für Selbstmitleid nehmen darf. Das hört sich jetzt zwar witzig an, aber das hat sie ausgekostet, wirklich, und damit war es begrenzt, und dann ging sie wieder in eine andere Richtung, nämlich in die, was sie erreichen wollte. Damit kommt das eine Gefühl nicht so kurz, aber es ufert auch nicht so aus, es wird nicht so generalisiert. Und eben, weil das Unterbewusstsein mit der Wiederholung lernt, ist es gut, das, was uns nicht so gut tut, im Rahmen zu halten. Sehr, sehr spannend. So, dann haben wir hier eine Frage. Das Angebot an Coaches ist unglaublich groß. Wie finde ich den geeigneten Coach für mich? Auf was sollte ich achten? Gibt es objektive Qualitätskriterien? Das ist die Frage. Gut. Also natürlich sind Sie die Beste, das ist jetzt eh mal klar, weil Sie sind heute da und Expertin, aber nach was geht man wirklich vor? Ich würde eher schauen, was das Thema ist und worauf sich jemand spezialisiert hat. Also es stimmt natürlich, meine Spezialisierung ist jetzt einerseits Coaching mit dem Schwerpunkt Persönlichkeitsentwicklung natürlich und sehr stark auch diese systemischen Aspekte mit hineinzunehmen. Also ich würde mich leiten lassen, ich kann jetzt nur Empfehlungen geben von mir aus, dass jemand wirklich, für einen guten Coach braucht es einfach viel Erfahrung im Sinne von viel Kompetenz, also jemand, der das nicht das erste Mal macht, einen großen Background natürlich, auch methodischen Background,
Also wenn ich daran denke, also ich habe zwar langjährige systemische Ausbildungen, aber ich habe so viel mich weitergebildet. Mhm. Das heißt, ein Coach, der auch wirklich eine große Bandbreite an Lösungsinstrumenten mitbringt und verschiedene Tools hat, weil jeder Mensch anders ist, jeder braucht einen anderen Zugang. Und das ist dann wirklich ein hochindividueller Mix. Was ein guter Coach noch braucht, ist wirklich eine gute Intuition. Also das eine ist natürlich das Fachwissen, mhm. aber auch die Stecknadel im Heuhaufen zu finden. Und das Eigentliche liegt oft woanders als das Offensichtliche. Ja? Also das eigentliche Thema zu lösen, das macht wirklich nachhaltiges Coaching aus. Also es dürfen keine 0815 Tipps irgendwie von der Stange sein. Ja? Ich habe zwar heute einige eingebracht, um als allgemeine Lösungsansätze zu probieren, aber das muss wirklich maßgeschneidert sein, wie ein Maßanzug sozusagen. Das ist speziell wichtig. Was ist noch wichtig? Ich würde es auch so angehen, dass ich das Thema mal schildere am Telefon, dass ich mir einige Coaches heraussuche, zum Beispiel mit denen einmal kurz das Telefonat führe, dann kriegt man ein sehr gutes Gefühl, kann ich mir vorstellen, mich diesen Menschen anzuvertrauen, das ist ja auch sehr stark eine Vertrauenssache, und traue ich dieser Person, traue ich diesem Coach zu, dass der mich in Richtung meiner Lösung führt. Ganz wichtig ist natürlich auch realistische Erwartungen ans Coaching zu haben, also der Coach ist zuständig für die Prozessarbeit, für die Interventionsmethoden und so weiter. Also der hat die Führung durch den Prozess. Die Umsetzung ist natürlich, obliegt ganz eindeutig dem Coachee. Also das heißt, wie schnell man geht, weil oft kommt auch die Frage, ja, wie lange braucht man denn, wie viele Stunden braucht man, um zum Beispiel so ein Thema zu lösen. Das legt man nicht als Coach fest, sondern das hängt sehr stark von dem Coachee ab, wie schnell der gehen und umsetzen kann und will. Mhm. Ich überlege gerade, ob es jetzt noch was Wichtiges gibt. Ja, ich glaube, das ist einmal eine gute Richtung. Ja, auf jeden Fall. Das sind hier schon sehr wichtige Aspekte auch dabei. Schauen wir, dass wir vielleicht noch ein, zwei Fragen schaffen. Hier steht, 15 bis 20 Minuten sind sehr viel. Was schreibe ich, wenn mir nichts mehr einfällt? Man könnte jetzt sozusagen einen zweiten Themenblock aufmachen, fällt mir gerade ein. Man hat ja nicht nur unternehmerische Ziele, sondern auch private Lebensziele. Also man könnte sozusagen, ja, auch wichtig, aber würde ich separat machen. Also beim Buch vorne anfangen mit dem beruflichen und hinten mit dem privaten. Wobei bei uns EPU vermischt sich ja vieles. Ja, das ist ja sehr spezielle Unternehmensform. Und grundsätzlich würde ich es mir nicht so leicht machen, bei den unternehmerischen Zielen aufzugeben, sondern da würde ich es dann eher ausschmücken im Sinne von, okay, und wenn ich das erreicht habe, wie wird sich dieser Zielzustand für mich anfühlen? Was ist mir zum Beispiel, so wie diese Frage, was ist mir möglich, wenn ich dieses Ziel erreicht habe? Also da würde ich eher in die Feinarbeit noch hineingehen. Mhm. Oder was wird mir in meinem Umfeld möglich sein? Wie werden die anderen Menschen darauf reagieren, wenn ich diese Ziele erreicht habe? Wichtig ist bei dieser Zielearbeit, nichts zu vorselektieren, sondern es soll wirklich wie ein Brainstorming sein, dass Sie ungefiltert einmal aufschreiben und nicht im Vorfeld schon zensurieren, möchte ich das wirklich, sondern das können Sie dann am Schluss dieser 4 Wochen machen. Okay, sehr gut. Dann habe ich hier eine Frage, was kann ich denn tun, wenn ich vor der Selbstpräsentation in die Panikzone rutsche? Mhm. Kennen sicher mehrere. Gut, da gibt es jetzt, also wir haben vorher, also ich darf das jetzt erwähnen, weil das gut zum Thema dazu passt, natürlich ist immer so ein bisschen Lampenfieber dabei, natürlich auch bei uns. Also wir haben dann gesagt, okay, wir müssen ein bisschen Lach-Yoga betreiben. Also Lachen befreit, entspannt. Man kann natürlich auch ganz gezieltes Atemtraining machen, indem man sich wirklich selbst beruhigt. Oder man kann wunderbar auch den inneren Dialog dafür verwenden. Im Sinne von, okay, ich merke jetzt, dass ich aufgeregt bin, dass ich zu schwitzen beginne, dass mir heiß wird. Ich weiß, ich werde das gut schaffen. Ich bin bestens darauf vorbereitet, der Kunde wird sicher überzeugt sein von meinem Produkt, von meiner Dienstleistung. Also dass man sich, so ähnlich wie man das bei kleinen Kindern macht, man redet denen gut zu, so sollte man es bei sich selbst auch tun, gut zureden. Gezielt natürlich Entspannungstechniken zu trainieren, macht immer Sinn, ja? Macht immer Sinn, dann kann man die dann viel leichter in der Situation von Aufregung abrufen. Ganz gute Möglichkeit wäre auch noch der sichere Ort.
Diese Übung funktioniert gut, wenn sie vorher schon oft wiederholt wurde, im Sinne von, ich begebe mich gedanklich zum Beispiel an einem Ort, der für mich Ruhe, Sicherheit, Geborgenheit repräsentiert. Und sie malen sich das aus und sie gehen in Gedanken immer wieder dorthin, machen diese Übung zum Beispiel einmal täglich. Und wenn sie das lang genug machen, dann brauchen sie einfach nur ein Stichwort für ihren sicheren Ort und dann taucht dieses, hat der Körper dieses Gefühl schon gespeichert, es taucht Ruhe, es taucht Sicherheit auf. Natürlich kann man auch hergehen und kann professionell sich trainieren lassen in Richtung Selbstpräsentation. Also da gibt es viele Wege. Es wird auch im Forum EPU einiges, Forum EPU KMU auch einiges angeboten. Also da würde ich wirklich so ein buntes Potpourri nutzen an Dingen und natürlich auch schauen, gibt es da jetzt eine tiefgreifende Angst, die dahinter steckt, die zuerst gelöst werden muss, damit ich dann wirklich frei und frei von Angst sein darf? Okay, sehr gut. Hier habe ich noch eine Frage. Beim Aufschreiben von Zielen und Co. gibt es hier Farben, die besonders auf die Psyche wirken? Strich Eisberg, was sollte man verwenden, was nicht? Also offensichtlich geht es um die Stiftfarben. Ja, da bin ich die falsche Person. Okay. So muss ich gleich erwähnen. Also ich bin keine Farb- und Typ-Expertin. Man weiß schon, dass zum Beispiel Grün und Orange zum Beispiel sehr harmonisch, sehr beruhigend auf einem wirken. Da würde ich mich eher leiten lassen davon, was ist denn eine gute Farbe für meine Ziele. Also wenn ich sage, kraftvolle Ziele sind für mich rot, dann würde ich rot schreiben. Wenn Sie sagen, okay, ich nehme einfach den Kuli, ist genauso gut. Viel wichtiger ist, was stecken Sie da alles hinein? Also was sind für Sie Ihre Ziele? Also da sind die Gefühle viel, viel wichtiger als zum Beispiel nur die Farbe des Schreibens. Welche Gefühle habe ich denn, wenn ich mich in diesen Zielzustand versetze? Okay, dann habe ich hier... Kann ich mich präventiv gegen schlechte Glaubenssätze schützen? Wenn ja, wie? Also dass man gar nicht so weit kommt, zu sagen, das kannst du nicht oder das darfst du nicht oder so. Präventiv. Wahrscheinlich nie Erziehung erleben, nie in die Schule kommen. Genau. Ganz schwierig. Das wird für mich jetzt heißen, man ist nie in Berührung kommen mit so Dingen wie, das kannst du nicht, das schaffst du nicht. Also ich würde mal sagen, es geht fast gar nicht. Wir sind ja keine unbeschriebenen Blätter. Wir haben ja einen Rucksack, den wir mit uns herumtragen, wo unsere ganze Vorgeschichte drinnen ist und unser Unterbewusstsein ist wie eine riesengroße Filmrolle. Das ist ja alles drauf gespeichert. Also so tun, als wäre das nicht, das glaube ich, wird irgendwie schwer gehen. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass wir so einen hohen Grad an Bewusstheit und Achtsamkeit haben und das zu trainieren, das macht sehr viel Sinn, dass wenn das dann auftaucht, dass wir sagen, ah, hoppala, kenne ich schon, Selbstsabotage oder hinderlicher Glaubenssatz. Nein, kann ich nicht brauchen, ich ändere das in die gewünschte Richtung. Okay. Wie sinnvoll bzw. hilfreich sind denn Meditations-CDs oder Motivations-CDs? Die Frage ist, wofür? Ja, das ist hier also zum Thema Motivation möchte ich zuerst einmal erwähnen, wenn wir die Dinge tun, die wir wirklich tun wollen, also wenn sich zum Beispiel Ihre wahren Ziele herauskristallisieren, dann sind die genug Handlungsmotor, genug Antrieb, dass es uns in die Gänge bringt. Ja? Natürlich ist es bei uns EPU noch eine Stufe schwieriger, wenn man jetzt einmal schief gewickelt ist, sage ich einmal, schon mit dem linken Fuß aufgestanden ist. Wenn man als Angestellter in die Firma geht, dann hat man meistens ein Team, da gibt es dann die Schulterklopfer, da gibt es, ach, das wird schon kommen, wir gehen auf einen Kaffee oder eine Zigarette. Das ist oft leichter. Also da ist es schon wichtig, dass wir auch lernen, uns zu führen, aber natürlich, wir sind alle menschlich. Also es kann schon einmal ein Tag dabei sein, wo man sagt, okay, heute gehe ich nicht in die Wachstumszone, heute bleibe ich in der Komfortzone, nämlich ich bleibe jetzt eine Stunde länger im Bett liegen, obwohl ich mir etwas Wichtiges vorgenommen habe. Das wird es natürlich auch geben. Das wird es natürlich auch geben und das macht uns auch zu Menschen aus. Wichtig ist nur, als EPU sind wir viel mehr gefordert, uns selbst zu führen. Also wir müssen eine gute Führungskraft für uns selbst werden und schauen, wie viel Spielraum kann ich mir geben, sozusagen, dieser Aufschieberitis oder so ein bisschen so einen inneren Schlendrian. Ja? Und wo muss ich wirklich sehr konsequent mit mir sein, wenn ich das erreichen möchte, was ich mir vorgenommen habe.
Und der zweite Teil dieser Frage war noch einmal? Nein, das war kein zweiter, das war einfach nur Motivations- oder Meditation. Ja, genau, CDs. Meditation grundsätzlich, also ob als CD oder als stille Meditation, finde ich eine tolle Möglichkeit, um sich selbst besser kennenzulernen. Für uns EPU ist es ja wichtig, dass wir uns selbst sehr gut kennen, wissen, wo unsere Stärken und unsere Schwächen sind. Und man kann zum Beispiel Meditation auch wunderbar dafür nutzen, dass man genauer herausfindet, wie man tickt. Da könnte man jetzt eher den zen-buddhistischen Weg angehen, dass man die Gedanken und Gefühle kommen lässt und wie ein neutraler Beobachter hinschaut im Sinne von, aha, interessant, so denke ich. Ja? Also wenn man es nicht willentlich beeinflusst, sondern einfach einmal im Sinne von mehr Bewusstheit kriegen, sich besser kennenzulernen. Oder eben die andere Strategie, so wie wir gesagt haben, bewusst steuern, darauf Einfluss nehmen. Gut ist, wenn wir das Gefühl haben, wir können Einfluss nehmen. Also wir haben die Wahlmöglichkeit. Ja? Sehr gut. Frau Wurzer, wir haben die Zeit, Sie wissen, es ist unglaublich spannend. Ich weiß, es sind auch Fragen immer wieder so spannend. Aber trotz allem müssen wir zum Abschluss kommen. Ja. Zwischenzeitlich mal vielen Dank. Meine Frage noch für unsere Teilnehmenden, gibt es noch Möglichkeiten, sich jetzt, ich meine, jetzt haben wir sozusagen den Impuls, den ersten Impuls, gibt es Möglichkeiten, sich noch weiter zu vertiefen und intensiver damit auseinanderzusetzen, mit dem unternehmerischen Ich? Die gibt es, und zwar in Form des Workshops Mein unternehmerisches Ich, der geht mehr in die Breite, behandelt auch andere Themen, nicht so stark das Thema Überzeugungskraft, sondern auch noch, ist noch breiter aufgefächert. Da ist mein nächster Termin am 6. November. Im Forum EPU KMU in der Zeit von 9 bis 11 Uhr. Lade ich Sie herzlich ein, da vorbeizukommen. Der Kollege hat den Workshop unter dem gleichen Titel, hat aber einen ganz anderen Aspekt, wie er auf dieses Thema mein unternehmerisches Ich hinschaut. Der hat den Workshop im Dezember. Wichtig ist, sich vorher anzumelden, und natürlich gibt es auch, das ist eine wunderbare Möglichkeit, die man nicht auslassen sollte, von der Wirtschaftskammer die Möglichkeit, auch kostenlos Einzelcoaching in Anspruch zu nehmen. Das dauert 90 Minuten und da widmet sich der Coach dann wirklich speziell ihren individuellen Themen, ihrem Auftrag, den sie haben in das Coaching. Die nächsten Wachstumstage dann, zu denen ich Coaching habe, ist am 11. November und am 25. November. Da gibt es in der Zeit von 8 bis 17.15 Uhr sind da immer die Termine eingetragen. Also wirklich über den Anmelde-Link reinschauen, schauen, was noch frei ist. Gut ist immer erstmöglich, denn die sind immer sehr gut ausgebucht. Und beim Kollegen dann natürlich auch im Dezember gibt es auch die Möglichkeit für Einzelcoaching. Ja, Sie kennen sicher, die Zuseher kennen es wahrscheinlich auch, das Lied Morgen, ja morgen fange ein neues Leben an, und wenn der Morgen, dann übermorgen oder zumindest irgendwann. Das ist immer so der Motor, wo wir dann oft gern die Dinge hinausschieben. Also mein Appell ist wirklich, wenn Sie erkannt haben, wo Ihre Wachstumsthemen sind, packen Sie es jetzt an. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg beim Überzeugen und natürlich bei der Umsetzung Ihrer Ziele. Herzlichen Dank, alles Gute. Frau Magister Claudia Wurzer, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für das wirklich spannende Gespräch zu diesem tollen Thema. Liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, bei Ihnen bedanke ich mich natürlich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und vor allem für die gewohnt sehr aktive Teilnahme am Chat. Sie haben in den nächsten Tagen auch einen Link zur Aufzeichnung dieser Session, wo Sie noch einmal nachhören können. Beziehungsweise ist es so, wir haben natürlich versucht, so viele Fragen wie möglich zu beantworten und auch diese thematisch auch zusammenzufassen. Sollte jetzt für Sie noch eine ganz wichtige Frage offen geblieben sein, dann haben Sie hier die Kontaktdaten von Frau Wurzer eingeblendet. Oder eben nutzen Sie diese tollen kostenlosen Möglichkeiten im Forum EPU KMU, Workshops und Einzelcoachings. Oder noch eine Möglichkeit, nächsten Donnerstag, den 9. Oktober, gibt es diese Session noch einmal, wieder mit anderen Fragen. Dann zu einer anderen Uhrzeit, nämlich von 19 bis 20 Uhr. Ja, so viel dazu. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg bei Ihren unternehmerischen und persönlichen Entwicklungen. Danke und bis zum nächsten Mal.